Kapitel 5. Der Mann in den Flammen. Am Fluss sind mindestens 200 von ihnen. Wieder Ritter? Welche Farbe haben ihre Mäntel? Es sind keine Ritter, Philipp. Sie sagen, sie können nicht zahlen. Das macht nichts, Bruder Paul. Ich habe Ihnen gesagt, dass hier Zoll anfällt auf der Brücke. Wer ist euer Anführer? Wer kann für euch sprechen? Niemand spricht für uns, Vater. Wir wurden aus allen Dörfern verjagt. Es sind Outlaws. Wir sind keine Outlaws. Wir kommen aus Earlscastle. Man hat unsere Männer getötet. Mein Kind. Sie haben mein Kind getötet. Mein Gott. Wir haben nichts zu essen für euch. Wir haben kaum genug für uns selbst. Wir haben nicht genug zu essen für sie. Wir nehmen sie trotzdem auf. Zusammen ist man stark. Mann, wir haben, guck mal das Dorf an. Wir haben genügend Hütten. Was man also in der Stand setzt, eine Mühle. Das wird zwar nicht einfach. Probieren kann man's. Wir werden sie aufnehmen. Philipp, wir haben nicht genug Platz. Wir werden euch alle aufnehmen. Euch alle. Ich wünschte, wir hätten mehr für sie. Mehr? Wir haben fast alles weggegeben, was wir haben. Was werden diese armen Leute morgen essen? Bevor sie hierher kamen, hatten sie zu essen. Sie haben gearbeitet. Gewiss können sie das wieder tun. Es kommt noch mehr. Die Kunde verbreitet sich. Was sollen wir jetzt tun, Philipp? Gebt mir den Rest des Brotes. Aber... Hier, Philipp. Das letzte Brot, das wir haben. Dann helft dabei, die leeren Häuser zu säubern. Und kümmert euch um die Verletzten. Ihr habt unseren Prior gehört, Brüder. Hungrige Frauen und Kinder, Kloster. Das letzte Brot, das wir haben, das ist das Brot, das wir haben, das letzte Brot, das wir haben. Verletzte Menschen, Gruppe von Flüchtlingen, hungrige Frauen und Kinder. Oh, super Straße nach Norden, verletzte Menschen, Kinder ohne Eltern, Gruppen von Flüchtlingen, sterbender Mann mit Kind. Da, oh, leck mich doch am Arsch! Das ist mein Werk, ich habe das alles angerichtet, ich war's. Ja, geh mal dahin. Was können wir da machen? Wollen wir sie nur Sachen verteilen? Womit haben wir das verdient? Warum hat Gott uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen. Aber unsere Kinder sind krank. Unsere Männer sind tot. Sterbender Mann mit Kind? Nicht bewegen, Pa. Ich kann arbeiten. Ich habe immer gearbeitet. Bitte, lasst uns bleiben. Was ist das, Pa? Dein Bein ist ganz schwarz geworden. Das fällt gerade ab. Ich habe meinen Kindern gezeigt, wie man Körbe und Seile macht. Oh Gott. Graf Bartholomäus war ein guter Mensch, wie sie ihn erniedrigt haben. Vor seinen Kindern. Wie schrecklich. Er wird kommen und uns helfen. Nein, Mary, sie werden ihn hängen. Aber warum? Oh, leck mir am Arsch. Kinder ohne Eltern. Die Kinder sind ganz allein. Nicht eines von ihnen weint. Oh, ich muss mich entscheiden, ich habe nur drei Leib. Es waren die Hamleys. Ihr scheußlicher Sohn wollte unsere junge Lady heiraten. Wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gibt, wird der König sie bestrafen. Holy shit, wir haben die geredet, den, nur da unten noch nicht. Flüchtlinge bei der Mühle. Den soll man was geben, weil das ist die Mühle und sind die Schafe, sonst geht's hier gleich ab. Danke, Vater, für eure Güte. Ich weiß, ihr könnt nicht mehr für uns tun. Okay, hungrige Frauen und Kinder, die kriegen auf jeden Fall was.
Hier ist Brot für deine Kinder. Das ist nicht genug. Er hat mehr Brot. Ich habe es gesehen. Bitte, unsere Kinder hungern. Gebt uns Brot für unsere Kinder. Die Kinder kriegen was. Da drüben scheinen die Alten zu sein. Kinder, hier ist was zu essen. Bitte, nehmt es. Ihr müsst essen. Hier, ich lege es hier hin. Esst, wenn ihr hungrig seid. Ja, mach. Das wird eh alles falsch sein. Etwas sorry. Brot für euch. Nur ein Laib Brot für uns alle? In Wiggly hat man uns angespuckt. Und jetzt beschwerst du dich, wenn dieser Mönch uns Essen gibt? Danke. Aber ich... Danke, Vater. Bitte, gib den Leuten dort etwas. Warum ist das geschehen? Womit haben unsere Kinder verdient? Werden in dieser Kälte erfrieren. Bitte, lasst uns bleiben. Wir können arbeiten. Philipps Notizen zu den Flüchtlingen. Das ist alles falsch, was wir gemacht hätten. Alles. Es war alles falsch gewesen. Völlig egal. Dokument. Philipps Notizen zu den Flüchtlingen und Kingsbridge vom Januar 11, im Jahre 1136. Ich saß bei den Flüchtlingen, die in unserer Priorei einen Unterschlupf gesucht haben. Sie tranken, lachten und haben mir furchterregende Geschichten erzählt. Aus politischer Sicht war die Eroberung von Earl Castle ein strategischer Zug, um König Stefan zu unterstützen. Entschuldigung. Aber für diese Männer, Frauen und Kinder war es eine große Tragödie. Sie haben mir von William Hamley und drei weiteren Reitern erzählt, die eine Armee von Rittern angeführt haben. Sie so trampelten jene, die am Boden lagen, setzten ihre Häuser in Flammen und triezten sie mit dem Befehl, sie sollen noch lauter schreien. Die Bürger flüchteten ohne Hab und Gut oder einem Ziel im Blick. Allein darüber zu hören, ließ mich erschaudern. Hätten wir uns nicht eingemischt, wäre all dies nicht passiert. Ja, später ist man immer schlauer. Philipp, wir haben nicht mehr genug Platz. Habt ihr getan, was ich euch gesagt habe? Wir haben die Häuser gesäubert und Feuer gemacht. Alle Häuser sind belegt. Unsere Brüder behandeln die Kranken und Verletzten. Es gibt noch Platz im Gästehaus und im Dormitorium. Morgen werden wir die Kathedrale öffnen. Wir brauchen jeden Raum, den wir kriegen können. Prior Philipp? Ja? Ich heiße Tom und bin Baumeister. Ich würde gern euer Nordwestturm wieder aufbauen. Lieber Gott, Sie sehen wirklich übel aus. Sie haben sicher seit Tagen nichts gegessen. Es kommen immer mehr von denen. Ich habe an der Kathedrale in Salisbury gearbeitet. Mein letzter Dienstherr war der Graf von Shiring selbst. Ich bin ein guter Handwerker. Wenn euer Turm einstürzt, könnte er Teile des Hauptschiffs zerstören. Stellt mich ein und ich baue ihn wieder auf. Reparaturen zu teuer, Flüchtlinge zu helfen, ist wichtiger. Seht ihr nicht, wie viele hier in Not sind? Sie brauchen Hilfe, genau wie ihr. Sie hatten alle einen Beruf. Sie wollen alle arbeiten. Dieses Kind. Ihr zieht ein Kind auf? Mein Bruder hat den kleinen Jonathan im Wald gefunden und ihn hergebracht. Der arme Junge wäre erfroren. Aber Gott war gnädig und er wurde gefunden. Jonathan. Es tut mir leid, aber alles, was ich euch bieten kann, ist ein Platz zum Schlafen. Ich nehme euer Angebot an, aber ich würde mir die Herberge bei euch lieber verdienen. Wir sind nicht gekommen, um zu betteln. Dann bitte Gott darum. Das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Falls ihr wisst, was das ist. Remigius, du scheinst dummes Arschloch. Weißt du noch, was ich über die Güte von Mönchen gesagt habe? Bitte Gott, das wäre dann kein Betteln, das wäre ein Gebet. Ich werde beten. Ich bete, dass ein Blitz die Kirche trifft und sie niederbrennt. Ich frage mich, ob sie sich meinetwegen geweigert haben, dir Arbeit zu geben.
Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Können wir nicht heimgehen? Kennen die dich? Kennen die dich? Ich hab mal hier in der Nähe gelebt. Es wäre möglich, dass sie sich an mich erinnern. Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Können wir nicht heimgehen? Ja, gute Frage. Warum kann Tom die Kirche nicht reparieren? Weil diese Mönche so lange am Geld kleben, wie sie können. Sie sind zu blind, um zu sehen, dass ihre Kirche bald einstürzen könnte. Wenn sie es doch nur tun würde, dann hätte ich ein Leben lang Arbeit. Ja, sowas. Aber nein, sie glauben, beten könne ihre Kirche vor dem Zusammenbruch bewahren. Vielleicht ändert der Mönch ja noch seine Meinung. Geil. Der war ganz nett. Wohl kaum. Ich habe es an seinem Blick gesehen. Der ist engstirnig. Kann ich mich etwas umsehen? Ja, aber geh nicht so weit weg und nimm dich in Acht vor den Mönchen. Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Ja, ja, alter Mönch. Wo hocken die about? Ach, da hocken die. Martha, Mama und Tom. Du meinst, er wird als Mönch aufwachsen? Mama und Tom. Martha, Mama, Tom. Mama und Tom. Tom und Martha. Martha, Martha. Tom, Tom, Martha. Küchentür. Türe zum Kloster. Hauptportal der Kathedrale. Hauptportal. Doch, Hauptportal. Hä? Haupttür eigentlich. Aber okay. Weg zur Kathedrale. Pony. Doch du musst vorsichtig sein. Oh. Alter Mönch. Wir dürfen nie erfahren, dass du sein Vater bist. Ja. Schon gut, wenn doch diese verfluchte Kathedrale einfach einstürzen würde. Lässt sich einrichten, vielleicht finde ich irgendwo eingestürzter Turm. Was haben sie denn hier angerichtet? Und was kann ich tun, damit es schlimmer wird? Da quält mir der Junge. Geil. Alter, manchmal quatschen. Jo, was geht, Homie? Ah, der ist so toll, der Opa, ne? So wunderbar. Oh. Mama. Ich bin kein Geist, kleiner Rotschopf. Sieht auch so aus. Auch wenn ich schon mit einem Fuß im Grab stehe. Wenn du zuerst stirbst, begrab ich dich. Ich bin nämlich der Totengräber hier. Ich werde dir ein schönes Grab schaufeln. Du wirst es mögen, aber du musst mir auch eins schaufeln. Wenn meine Zeit gekommen ist, einverstanden? Okay. Das ist gut. Gut. Du darfst keine Angst vor dem Tod haben. Er ist nicht das Ende. Danach kommt noch etwas. Das ist das Geheimnis. Darum geht es bei all dem hier. Verstehst du? Ah ja. Kann man nicht quatschen. Pony. Pony? Ritter reiten Pferde, Mönche reiten Ponys, hat Martha mir gesagt. Pony hat keinen Bock. Eingestürzter Turm, können wir da irgendwas machen? Jetzt fall schon um. Tür zum Kloster, Küchentür. Es stinkt nach totem Fisch, nach Rüben und Zwiebeln. Irgendjemand flüstert da drin. Ah, okay, dann gehen wir mal rein. Irgendwas muss man da finden. Ja? Oh, hallo. Ich fürchte, es ist nichts zu essen mehr da. Wer ist das? Der Junge vom Steinmetz. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Komm morgen wieder, ja? Okay. Kaum schlafen. Wenigstens müssen sie sich nicht um ein Baby kümmern. Tür zum Kloster. Gehen wir mal rein. Dann kann es ja schon ein bisschen aus. Brauchen wir nicht mal alles separat anklicken. Was bist du? Ah, ist du. Okay. Dann gehen wir mal Weg um die Kathedrale. Ich bin schneller. So. Mönch? Ob er hier lebt? Warum ist er denn so ängstlich? Ja, das ist, wo soll er sonst leben, wenn es ein Mönch ist? Ah, der Junge. Wer bist du? Ah, du bist einer von den Flüchtlingen aus Earls Castle, was? Ja.
Hast du gesehen, wie sie Menschen getötet haben? Das könnte ich bestimmt nicht ertragen. Wir Mönche töten keine Menschen. Okay. Sind nochmal welche? Mehr Mönche. Mama sagt, ich soll mich von ihnen fernhalten. Nein, geh hin. Ist schon ganz toll. Vielleicht war es Bruder Markus. Vielleicht stiehlt er wieder Essen. Nein. Nach der Prügel, die er bezogen hat, wird er nie mehr zurückkommen. Was, wenn es wirklich Prior James ist? James ist tot. Er liegt noch im Fluss. Wir konnten ihn nicht begraben. Könnte das sein? Dass er das ist? Philipp meint, Prior James hätte keinen Selbstmord begangen. Also kann er es doch nicht gewesen sein. Aber ich hab was gesehen. Ganz sicher. Es gibt Dinge tief in den Wäldern, in den Bächen, den Felsen. Viele Bauern bringen ihnen Opfer dar. Das ist nicht gut. Das müssen Dämonen sein. Ein Engel würde sich nicht im Wald verstecken. Kann sein. Keine Ahnung. Was gibt's denn eigentlich noch? Die, dich, mich, Gräber. Sie stecken Planken in den Boden. Üben sie hier Schießen? Oh, Junge. Ernsthaft. Achso, kann nichts machen. Okay, Haus des Priors. Mal da reingehen. Und uns Saul umschauen. Hey, hey, hey. Auch verschlossen. Gut, dann gibt's nur noch einen Weg. Und zwar rein in den Turm. Und ich habe da schon eine böse Befürchtung, was wir da tun werden. Etwas ganz Grausames. Schreckliches. Es wird euch nicht gefallen. Hä? Die Mönche haben das große Tor verschlossen. Jetzt sind wir eingeschlossen. Ach so? Stallung? Was kannst du da machen? Ich dachte, wir kommen da rein. Wenn ja, jetzt abschließen, wird's aber blöd. Sobald in Earlcastle, diese Mönche müssten sehr fleißig sein. Dann red mal mit denen, Mama und Tom. Ja, der ist ein bisschen lahm zu Fuß, ne? Will Energie sparen. Ist im Energiesparmodus, hat's aber gleich geschafft. 3 Monate später. Mama? Jetzt nicht, Jack. Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Kind? Mönche sind eine Plage. Aber sie geben aufeinander Acht. Du meinst, ich will zum Kloster? Ja. Es gibt wohl Schlimmeres, als in Gottes Nähe aufzuwachsen. Wenn ich gerade das denke, was ich denke, was ich denke, was ich tun soll, das ja, probieren wir es mal. Jonathan? Wenn ich ihn nur im Arm halten könnte. Ich weiß, wie du dich fühlst. Doch du musst vorsichtig sein, Tom. Die dürfen nie erfahren, dass du sein Vater bist. So. Tom? Schon gut, wenn doch diese verfluchte Gefahr ein blödes Ding. Mach's nochmal. Jetzt. Na, fall um, du blödes Ding. Okay, noch einmal. Nee, warte mal. So. Feuer! Zerstören wir's. Ich will meine Reflexe trainieren, dass sie es nachher noch so blablabla. Na, fall um, du blödes Ding. Gib nicht mal Archiv mit dafür, Sauerei. Hauptportal zur Kathedrale, das geht nicht auf, ne? Kathedrale, wie haben sie bloß die Steine daraus geschafft? Können Steinmetze fliegen wie Vögel? Jetzt fall schon um. Okay, ist mich gerade überfragt. Muss ich noch was machen hier? Mama und Tom, Martha. Ah, mit Martha können wir quatschen, stimmt. Das können wir noch machen. Martha? Ja? Martha? Lass sie, Jack. Sie hat viel durchgemacht. Ich denke, sie hat etwas Schlaf verdient, hm? Ich hab dir ja gesagt, das Kind würde sicher sein. Welches Boah, Kind? Boah, Küchentür kann man auch nichts machen, oder? Mönche sind eine Plage. Aber sie geben... Es ist